Nico Antonescu is a refugee from Romania living in Cologne, struggling to learn German. This is his second day in a new job in television. The start of another working day at D+. Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Willkommen bei D+. Es ist 8 Uhr und hier, wie immer um diese Zeit, ist Fitness ready. Machen Sie mit, werden Sie fit! Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, guten Tag, Herr Schiller. Guten Tag, Uli. Na, machen Sie doch mit. Ich? Oh nein. Guten Morgen, Herr Schiller. Ja, guten Morgen, Herr Koch. Schlüssel Nummer 3. Bitte schön. Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke. Guten Morgen, Herr Schiller. Guten Morgen, Herr Antonescu. Und? Wie geht es Ihnen heute? Sehr gut, danke. Und wie geht es Ihnen? Prima. Danke, Herr Antonescu. Morgen. Morgen, Anna. Hallo, Herr Antonescu. Kommen Sie mit? Oh ja. Tschüss, Herr Schiller. Einen schönen Tag, Herr Antonescu. Doch nicht für Prima Plus, Frau Weiß. Unser Programm ist ein fröhliches Programm. Es ist ja auch nicht für Prima Plus. Dies hier ist für Prima Plus. Rechts, ab, rechts, links und rechts. Vier, drei. Guten Morgen. Na, Herr Antonescu, machen Sie mit. Werden Sie fit. Kommen Sie. Wie geht's denn? Prima. Und Ihnen? Gut. Danke. Ja, Uli, bitte. Hier. Das ist Ihr Tisch. Ja, Schau mal. Kaffee Gold. Gold. Ich möchte Kaffee. Ja. Möchten Sie auch Kaffee? Oh, gerne. Deutscher Kaffee ist so gut. Stimmt. Ich trinke leider viel zu viel Kaffee. Prima Plus, Weiß am Apparat. Frau Schneider, ja? Herr Antonescu, bitte bringen Sie dieses Buch zur Bibliothek. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Bitte bringen Sie dieses Buch zur Bibliothek. Für die Bibliothek braucht er einen Ausweis. Wie bitte? Sie brauchen einen Ausweis. Hier ist mein Ausweis. Nee. Ein Hausausweis. So einen. Kommen Sie. Danke, Anna. Danke. Okay. Ich bin gleich wieder da, Frau Meier. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Scholz. Hier ist ein neuer Kollege von uns. Er braucht einen Ausweis. Herr Antonescu. Herr Scholz, bis gleich. Nehmen Sie Platz. So, Name? Nicolae Antonescu. Nachname zuerst. Nachname erst. Gut, Antonescu. Antonescu, wie schreibt man das? A-N-T-O-N-E-S-C-U.
A-N-T-O-N-E-S-C-U. Antonescu. Und Vorname? Nikolai. Wie lange sind Sie schon hier? Wie bitte? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Ich bin einen Tag hier, bei Deutschland Plus, aber schon 3 Monate in Köln. So, jetzt kommen Sie bitte mit, setzen sich da auf den Hocker, drehen sich zu mir, gerade sitzen und nicht lächeln. Wiederholen Sie bitte langsam, ich verstehe nicht so gut. Setzen Sie sich. So, Herr Antonescu, kommen Sie in 20 Minuten wieder. Kommen Sie um 9 Uhr wieder. Aha, danke. Tschüss. Auf Wiedersehen, Herr Antonescu. Na dann, bis später, Annette. Tschüss. Tschüss, Elke. Hallo, Herr Antonescu. Na? Wie geht's? Gut. Danke, Frau Schneider. Und wie geht's Ihnen? Prima. Danke. Eine Tasse Kaffee? Oh ja. Danke. Na dann, kommen Sie mit. Milch und Zucker? Nein, danke. Schwarz? Ja, schwarz. Die Bild ist schön. Nicht die, das Bild. Also, das Bild. Ach hier, Deutsch ist so schwer. Sie Armer, vielleicht kann ich helfen. Darf ich? Ja. Was wollen Sie machen? Frau, der Mann, das Kind. Richtig. Das Bild, das Buch, der Kaffee. Der Zucker? Mhm, der Zucker. Der Zucker. Milch. Milch. Die Milch. Die Milch. Sehr interessant. Computer. Das Computer? Nein, der Computer. Der Computer. Und wie heißt das auf Deutsch? Tastatur. Die Tastatur. Die Tastatur. Mensch, es ist schon 9:15. Herr Antonescu, ich muss jetzt arbeiten. Speichern Sie das. Sie können später mehr Wörter schreiben. Vielen Dank, Frau Schneider. Bitte, bitte, Herr Antonescu. Vielleicht sehen wir uns in der Mittagspause. Was ist Mittagspause? Wir machen Pause. Wir essen unser Mittagessen oben in der Kantine. Essen? Mittagessen? Mittagspause? Wann? Um 12 Uhr. Um 12 Uhr. Danke. Tschüss. Tschüss. Jeder Mensch auf dieser Welt hört gern Musik, die ihm gefällt. Ob
am Dreamen. Pop, Rock, Rock, Pop, Pop, Dixieland. Denn wenn man singt und wenn es winkt und man das Publikum gewinnt, hallo, Herr Antonescu. Na, wie geht's? Prima. Prima. Musik ist da für alle und so soll es immer sein. Musik kennt keine Grenzen, kommt, wir laden alle. Ist ja nicht zum Aushalten. Scheußlich. Lassen Sie doch an, Herr Michel. Es kommen ja gleich die Nachrichten. Gut, dann mache ich die Mittagspause. Mahlzeit. Danke schön, guten Appetit. Ein Bon und zwei Mark. Und dann komme ich zurück. Danke. Ja, danke. Vier Mark. Haben Sie einen Bon? Wie bitte? Einen Bon für das Essen. Nein. Dann sind es vier Mark. Hallo, Elke. Darf ich? Klar doch. Na, wie geht's? Gut. Firma. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Darf ich? Ist hier noch frei? Oh ja, bitteschön. Hier ist noch frei. Schön.